Luigi Time! Und damit willkommen zurück, Leute, im nächsten Part zu Super Mario Bros. Wonder. Und ich würde sagen, wechseln wir uns erstmal den Charakter wieder. Und werden jetzt Peach nehmen. Alright! Peach. Cool. Was ist das für ein Level? Roll, roll, roll the boat on the down the street. Gehen wir mal da rein. It's Peach Time. Peaches. Ich hätte das auch Pfirsiche. Boah, was ein Hippo, ey. Lol, die benutzt ihre... Die hat doch keine Mütze, sie hat eine Krone. Boah. Hä? Ist ja geil. Boah, Alter, Peach als Elefant. Boah, oh mein Gott, das sieht so falsch aus. Oh Mann, ey. Das sieht so komisch aus. Hallo. Okay. Komm, Hippo. Nein, das war die falsche Seite. Hat aber trotzdem noch funktioniert. Oh, ein Peach-Block. Na, dann habe ich... Okay. Alter, das ist ja voll sch... Peach als Elefant, ey, das sieht so komisch. Boah. Boah, shit. Oh Gott. Okay. Ja, hallo. Nein, nein. Oh. Och, das war Fail, ey. Oh, das war Fail. Huppa! Und runter da. Nein! Oh Mann, ey. Ob ich die Blume irgendwann mal erwisch? Warte mal. Siehst du mal. Wuhu.
Oh nein! Ich brauch den Spotter. Oh shit. Das ist jetzt ein bisschen dumm jetzt. Weil ich brauch da. Ich brauch den Cooper. Kann ich den irgendwie wieder zum Spawnen bringen? Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, krieg ich. Das ist. Oder so. So geht's auch. Warte, hat er gesagt, hier hat Wasabi gesagt? Oh nein. Es geht wieder Party ab. Oh Gott. Boah. Gott, ey. Wie man hier rumgebounced wird, ey. Das wusste ich. So. Bingo. Alter, Peach als Elefant, ey. Das sieht, ach, keine Ahnung. Sieht irgendwie knuffig aus, aber irgendwie, keine Ahnung. Oh Gott. Das ist ein schönes Bild. Ach. Oh, was ist das denn? Kann ich mir eigentlich auch irgendwie die ganzen Level alle anzeigen lassen? Ob ich alles gefunden habe? Ah ja, hier sehe ich's. Da. Oh, da habe ich die goldene Fahne halt vergessen, richtig? Da habe ich alles. Habe ich auch alles. Habe ich auch alles. Habe ich auch alles. Also jetzt habe ich alles. Ich muss wirklich hier irgendwann noch die goldene Fahne holen. Ja, cool. Verschnaufpause. Wundermarkenmusik. Here we go. Wundermarkenmusik. Oh, das Lied kenne ich. Das ist aus dem Super Nintendo Teil. Ja, genau. Ey, wie geil es ist. Das ist hier aus dem SNES Teil. Boah, den habe ich damals auch runtergespielt, ey. Und bin niemals über die erste Welt hinweggekommen, weil das als Kind so also schwer war, finde ich. Aber dafür konnte ich Donkey Kong. Da oben ist noch ein Level. Rasende Rollstuhl-Koopas. Ich finde halt die Elefantenviecher zu cool, weil du damit schlagen kannst. Das ist voll praktisch. Darum ist was. Hä? Na, geht doch. Sehr gut. Hehehe.
Oh, guck mal, hier kommt eine Bonus-Level rein. Noch vier? Was vier? Ach so, die Koopas. Ach so, okay. Geschafft! Dann komme ich da jetzt hoch? Ah, warte, ich weiß wie. Genau so. Und Arschbombe! Was ist das denn? Okay. Ach, guck mal, man kann aus dem Stand raus das auch machen. Was ist das denn? Nein, ich habe meinen Elefant verloren. Ich würde schade, dass er das immer überschreibt jetzt so, ey. Gott. Der Ball hat mich runtergekickt, ey. Was? Was ist denn los? Kann man hier nicht mal in Ruhe schlafen? Nein. Cool. Also Peach spielt gerade bis jetzt am liebsten. Ich spiele immer gerne, Frauen. Ich spiele immer gerne das stärkere und dominantere Geschlecht. Ich brauche einen Koopa-Shell. Danke. Da. Oh, es ist wieder, es geht wieder Party ab. What? So viel Zaster. Greif zu, greif zu. Ich muss noch eine von diesen Mega-Dinger finden. Da ist sie. Gibt es eigentlich ein Zeitlimit? Nee, ne? Ich glaube, der mir gerade nicht, ne? Oh. Na, shit. Cool. Oh shit, ich wollte da abhauen. Boah, ich bin Baby Peach, ey. Aus Partners in Time.
Tata! Autsch. Oh, shit. Rasende Rollschuh-Koopas. Verschnaufpause. Flieg Rolf! Was ist das da unten links immer? Also das ist das Ladebildschirm. Bleib ein Rolf in einem Loch stecken, hüpft mal irgendwie auf und ab. Ach so, okay, ich hab's verstanden. Ist klar. Danke sehr. Diese Verschnaufpausen-Level finde ich auch gar nicht so schlecht, ey. Geil. Jetzt können wir eigentlich diese Wundersamen kurz kaufen hier von dem. In diesem Laden blüht jede Kunde auf. Wir verkaufen alles Mögliche. Bezahlen wir mit Blumenmünzen. Im Besitz. Etwa, guck mal, ich kann mir ein Abzeichen kaufen auch noch. Was ist eigentlich, wenn ich mein Leben kaufe? Bleibt das dann, kann man so viele kaufen, wie man will, oder ist auch begrenzt? Ist begrenzt. Kann man auch so viel, wie man will. Ist das ein Aufsteller? Aufsteller kannst du überall in einem Level platzieren. Ein Aufsteller ist eine Markierung, die sagt, ich war hier. Aufsteller platzieren, drückt halten. Während des Online-Spiels kannst du von Spielern aus der ganzen Welt platzierte Aufsteller nutzen, um dich wieder zu beleben, wenn du in einem Phantom bist. Deine eigenen Aufsteller kann dich nicht wiederbeleben, doch sie helfen anderen Online-Spielern. Vielleicht rettest du ja jemanden, wenn du einen gefährlichen Ort platzierst. Das ist ein bisschen wie bei Dark Souls, ne? Wie diese Blutflecke, wo man sehen kann, was derjenige gerade gemacht hat. Manchmal findest du in einem Level graue Aufsteller. Sie wurden irgendwann einmal von Spielern aus der ganzen Welt dort platziert. Solange sie grau sind, können sie dich nicht wiederbeleben. Doch aktivierst du sie, indem du sie einmal berührst, stehen sie dir sofort zur Verfügung. Aufsteller gibt es in vielen verschiedenen Designs. Neue Aufsteller kannst du über die Zufallsaufsteller in der Länder verschiedenen Welten erhalten. Wenn du mehrere Aufsteller besitzt, platziere sie dort immer wieder mal. Denn jedes Mal, wenn du einen Aufsteller platzierst, ändert sich das Design. Wähle Aufsteller im X-Hauptmenü der Weltkarte, um alle Aufsteller zu sehen, wie du die bis jetzt gesammelt hast. Okay. Peach, schwimmend. Achso, das ist also quasi immer so ein Sammelobjekt, das wieder sammeln kann. Wollen wir ein anderes Abzeichen anlegen? Nein, danke. Komm gerne jederzeit wieder vorbei. Alles klar, gucken wir uns mal eben kurz die Level an. Wie gesagt, eine Goldfahne fehlt uns halt nur in einem Level, ne? Ja. Und sonst bin ich, habe ich gerade eigentlich alles, da habe ich alles. Ja. Aber cool, mal oben links verliert man die auch nicht, die von da sein. Wiggler! Oh, es ist Wiggler! Wie heißt aber der Wiggler mit Flügeln? Flatter, ne? Über Stock und Stein. Wir dürfen nicht auf Wiggler springen, machen wir ihn wütend. Haben wir einen roten Wiggler. Wiggler rennen. Halte beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen. Erreiche das Ziel vor dem rennenden Wiggler. Oh Gott.
Yay, ich hab gewonnen. Ey, guck mal, der Wiggler ist sogar nett und gibt mir sogar was. Nice. Ist aber nice von dem Wiggler. Wiggler, Wiggler. Großartig, wir haben ein Wiggler-Rennen gewonnen. Eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wiggler war sogar so nett, um zu Sieg einen automatischen Superpilz-Abzeichen zu schenken. Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte eines Superpilzes, wenn du ein Level beginnst. Möchtest du es gleich verwenden? Nein, später. Was ist denn ein Superpilz? Du beginnst das Level mit einem Superpilz-Power-Up. Ach so, dann. Ach, aber ich finde eigentlich das mit den Fliegen, finde ich eigentlich ziemlich cool. Oh nein, sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre schädlichen Zwecke verwenden. Galopteris Stampe. Oh. Boah, Schwierigkeit 4. Na, der Part ist eh fast vorbei. Abzeichentest. Klimmsprung. Machen wir das erstmal. It's Peach Time. Klimmsprung? Ich krieg ein Abzeichen? Abzeichentest. Klimmsprung. Springe gegen eine Wand und drücke dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. Oh. So, das ist auch gar nicht so schlecht, diese Fähigkeit. Oh Gott. Ich will die ganze Zeit fliegen, ey. Aber da habe ich die Abzeichen gerade gar nicht. Nein! Oh, shit. Oh Gott. Beeindruckend. 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 Boah, was war das denn, ey? Beeindruckend. Was war das denn gerade für ein Move, den ich da gemacht habe? Das Level müssen wir nochmal machen, weil ich habe auch so die Münze vergessen. Boah, das mit den Husten tut mir echt leid, Leute. Da, wenn ich einen Husten habe, ey, da habe ich manchmal was Wochen oder sogar monatelang was von, ey. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich das anlegen? Vielleicht später. Ich gehe nochmal in das Level rein, weil, wie gesagt, ich habe da Dings vergessen, die Münze. Alles klar, los geht's! Boah. Du schaffst es. Tief durchatmen. Du schaffst es. Ah, ich hoffe, Nintendo hat sich auf jeden Fall was Tolles ausgedacht mit dem Spiel, ne? Was für eine Sprungkunst. Oh, ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen einen Move gemacht habe.
Das ist dieses Abzeichen, hast du gerade gesagt. Nein, nein, lass mal. Was ist hier unten? Oh, was ist denn hier? Okay, Leute, was hier unten ist, das sehen wir uns im nächsten Part an, wenn wir Daisy dann spielen werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und immer schön peachig bleiben mit Jaffa Cakes. Euer Divi. Tschüss.